Mein Name ist Angelina Kirsch und ich bin Deutschlands bekanntestes Curvy-Model. Bei Konfektionsgröße 38. Die Durchschnittsgröße der deutschen Frau ist Größe 42. Bei Mode ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Und gerade die kurvenreichen Frauen unter euch, sage ich jetzt mal, die kennen es, diese typischen Klischees. Bitte keine Farbe, bitte keine Muster, bitte bloß keine Figur zeigen. Und ganz viele verstecken sich. Und ich möchte euch inspirieren, dass ihr eben auch Spaß an der Mode habt und es einfach mal ausprobiert. Als allererstes möchte ich euch mein Outfit heute mal zeigen. Ich liebe die Farbe Gelb, passt super natürlich jetzt auch in den Sommer. Und wem die Farbe steht, keine Angst davor. Ist eine super coole Farbe, man setzt gleich ein Statement und es sieht mega toll aus. Finde ich, macht gleich Laune. Das nächste, Karos oder Muster. Gibt es auch ganz viele, die sagen, oh bitte keine Muster, oh nicht auffallen, bitte nicht auffallen. Nein, macht es. Wichtig ist, dass die Klamotten sitzen und dass sie passen. Scheut nicht davor zurück, wenn ihr es eine Größe größer braucht. Dann ist es eben so, aber dafür sitzt es gut. Traut euch und habt auch Spaß daran. Dann zeige ich euch noch etwas, was eigentlich verboten ist bei Kurven, aber was ich richtig toll finde. Und zwar, könnt ihr es erkennen, es ist ein Jumpsuit. Ein Jumpsuit ist ein Einteiler. Das heißt, ihr habt nicht Hose und Oberteil getrennt, sondern in einem. Der Vorteil bei einem Jumpsuit ist, wenn der schön sitzt, erstmal ist er super bequem. Okay, ihr müsst rechtzeitig auf Toilette gehen, aber sonst ist er super bequem. Und er zeigt halt unsere Kurven auch wieder wunderbar. Wir können, wenn wir noch keine schöne Taille haben oder noch mehr unsere Taille betonen wollen, das Ganze kombinieren mit Gürteln. Ich mag besonders gerne diese Bindegürtel. Da kann man nämlich so schön rein und raus wachsen. Das ist total egal, weil man hat Spielraum. Das macht richtig viel Spaß. Oder eben auch mal was Elegantes. Und die kommen dann schön in die Taille und unterstreichen unsere Taille. Also ich würde sagen, ihr geht jetzt mal los und sucht mal, was ihr so Schönes findet.